Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motze und Co. Ja, wir sind in Folge 780. Heute haben wir drei Mods am Start. Kleines, was Großes und was Fahrendes. So einfach ist mal gemischt hier. Und ihr seht auch schon, das ist schon spezifisch bezogen. Nämlich einmal da vorne geht es um eine John Deere Halle. Wir haben drüben noch einen schönen Fan-Traktor aus der Vario-Reihe. Und ja, wir fangen an mit dieser kleinen Gartenmühle. Der Landbauer, genau, der hat's getan. So simpel sieht's aus. Das ist eine kleine Gartenmühle vom Landbauer. Und ja, dreht sich, sieht wunderbar aus. Schönes kleines Dach gezimmert. Finde auch schön, dass die Dachlatten hier alle nicht gleich Land sind. Die Dachschindeln, Bretter eher, ne? Da nicht gleich lang sind. Es dreht sich vernünftig in der Runde. Und jetzt fragt ihr euch, wie finde ich so ein gutes Stück dann? Ja, ist ganz einfach, wenn ihr danach sucht. Solltet ihr unter Generatoren gucken, weil dieses kleine Windrad da versorgt euch mit 48 Euro im Monat. Genau, das ist eine kleine Gartenmühle, die könnt ihr hinstellen. Da gibt es freundliche 48 Euro für. So simpel ist das. Wie die aufgebaut aussieht oder wie teuer sie ist beim Aufbauen, das zeige ich euch dann. Das häufiges Räuspern, das zeige ich euch dann dementsprechend gleich. Ne? So einfach ist das Ganze. Aber Gartenmühle, bisschen Deko drumherum, könnt ihr euch einen ganzen Garten mit vollpflastern, kriegt ihr jeweils 48 Euro im Monat für. So, wir marschieren einfach mal eine Runde rüber. Da seht ihr auch schon, die Bodenfläche hier, die wird nicht beeinträchtigt, sondern es ist tatsächlich nur diese kleine Kante hier. Der gepflasterte Boden hier. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was das für Sensoren, vielleicht sind das auch Lampen oder sowas, keine Ahnung. Wir haben eine schöne kleine Mülltonne. Ihr seht selber, wir haben eine Steintextur. Wir haben hier Metallsachen in Runde. Ne? Und das Objekt ist videoüberwacht. Wir haben hier Tornummern. Warum das von der nach der Seite nummeriert ist, weiß ich nicht. Wenn ihr das gute Stück in eurer Liste sucht, die findet ihr natürlich nicht unter John Deere. Auch nicht unter JD, wie die Mod heißt, sondern unter Viata. Das liegt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, weil der von hier Modder keine eigentlich englische Beschreibung genommen hat oder sowas, oder halt einen anderen Begriff kennt, was Scheune oder Halle oder sowas bedeutet. Wenigstens da drunter findet ihr das. Also müsst ihr unter WIA gucken, dann seht ihr auch die Halle schon am Bild zu erkennen. Hier schön mit Blümchen gemacht. Es sind zwei verschiedene Pflastersorten genommen worden, Steinsorten genommen worden. Einmal für die Einfahrt, eine andere wie für die Deko, dass man auch nirgends gegenfährt. Es ist klimatisiert, das Ganze. Da oben ist die Videoüberwachung. Ne? Das seht ihr selber, da oben ist schon hingesetzt. Und so sieht die Halle aus. Man hat hier oben die komplette Verlattung einmal in der Runde. Und ihr seht, auf der anderen Seite sieht es genauso aus, weil nämlich theoretisch gesehen ist, das hier vorne und da passt auch die Nummerierung. Genau, das ist der ganze Trick. So, wir gehen einfach mal eine Runde ran. Da seht ihr, das sind Tore, die nach außen aufgehen. Genau. Da habt ihr dementsprechend schön die Parkplatzbereiche drin. Hier in der Mitte ist ein Streifen, wo ihr nicht draufstehen sollt. Ihr seht hier selber, schön noch mit Zubehör gedacht. Es ist immer schön eine Durchfahrvariante. Das heißt, da könnt ihr richtig dann loslegen. Hier zwischendurch werden für Getränke gesorgt. Ich mache jetzt immer die Hilfe an. Ihr seht, wir können die Hallenbeleuchtung direkt anstellen, da wo wir sind. Und selbst die Beleuchtungseinheiten hier oben sind in Grün von John Deere. Sie sieht hervorragende Deckenbereich aus. Ne, man sieht selber schön die ganzen Träger und die ganzen verschiedenen Einheiten, die dort gesetzt worden sind. Ich weiß gar nicht, ob es hier in der Ecke noch irgendwas gibt, weil hier so ein Kasten steht. Nö, eigentlich nicht. Ja, die Tore funktionieren natürlich dann alle gleich. Ne? Man sieht hier schön noch eine Ablaufrinne. Innen drin ist es schön durchgepflastert. Also hier kriegt ihr schöne große Sachen unter. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Da passt gut was rein. Und hier seht ihr auch noch ein bisschen John Deere Öl. Ich habe jetzt hier keinen Werkstattpart gesehen. Ich glaube, das Ganze läuft auch nur unter Halle. Ich glaube, ein Werkstatt-Trigger wäre hier vielleicht noch ganz cool gewesen, wenn eine Variante das hier gehabt hätte. Aber da müssen wir sonst auch nochmal gucken. Hier hinten seht ihr noch ein paar Hallenelemente. Ne, hier ein bisschen was zum Ablegen in verschiedenen Dürfen und hier noch ein Holzregal. Weiß nicht wofür, aber so ist es halt. Aber alles halt in der Zone, wo du eh nicht mit dem Wagen hinfahren solltest. Das heißt also, ne, ideal, was für ein Fahrzeug ihr habt, ihr seid hier an der richtigen Stelle, ne, und euch ist nichts im Weg, weil wenn hier was steht, steht es alles auf den Streifen, wo ihr eh nichts zu suchen habt. So simpel ist es. Schön überall die Feuerlöscher angebracht. Sieht alles soweit gut aus. Hier der untere Bereich gefliest. Ne? Schönes Teil, kann man nicht anders sagen. So, das waren die beiden Sachen dann auch schon, die wir heute platzierend haben. Wir haben heute drei Mods am Start.
Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Ihr seht selber hier ganz am Ende Halle 80.000. Ne? Da seht ihr auch, da drunter findet ihr die Mod. Ne? Wesentlicher Punkt. Dach sieht schon ein bisschen angeranzt aus, aber wie gesagt, sonst alles okay. Und für 80.000 ist es eine schöne große Halle. Könnte ich noch was zu sagen? Das passt schon. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist unser kleiner Generator. Und da seht ihr es, 249.000 müsst ihr investieren und nach knapp über 5 Monaten habt ihr das Ganze schon wieder raus. So einfach ist es. Produziert Elektrizität, wird automatisch verkauft und Geld, und was uns dann das Geld einbringt, nämlich diese 48 im Monat. Könnt ihr also euch einen schönen kompletten Hektar nehmen und das Ding ist immer auf 2x2 Fläche zu setzen, dann könnt ihr euch überlegen, wie viele Mühlen ihr darauf packen könnt. So, ja, das für dieses, genau. Wir sind hier auf dem Platz schon mal durch. Was wir jetzt machen müssen, ist rüberhüpfen. Guck mal, ich steige mal hier aus am besten. Habe ich, glaube ich, gestern sogar auch gemacht. Weil hier steht jetzt unsere Mod Nummer 3. Da ist das gute Stück. Das hier ist nämlich, genau, ein Fendt. Und zwar ein Fendt Vario-Reihe. Und zwar 410 bis 415. Und ihr seht, hier ist das der Vario TMS, den ich jetzt dementsprechend habe. Ich habe hier die extra Rundumleuchten dementsprechend gesetzt und sowas, wie ihr seht. Das ist alles da. 50 km/h Schild ist da. Hinweisschilder, wo man stehen sollte und wo nicht und wo man sein darf und wo nicht. Hier ist die Breitreifen-Variante. Hier ist so ziemlich das, was an Zubehör da ist. Ist hier auch aktiviert bis auf die Konsole an sich. Aber da könnt ihr Hauer anbringen. Das ist fürs aktuelle Spiel. Es gibt die original Fan-Konsole, die ihr anbringen könnt. Oder wenn ihr sagt, auf klassisch Sachen steht von Stoll, auch die Stoll-Variante wird hier unterstützt. Wir haben auch Interactive Control. Das sieht man jetzt hier so nicht, aber sobald man einsteigt, kriegt man das dementsprechend dazu. Ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal und zwar hierhin, gehen auf die mittelgroßen Traktoren, gehen einmal durch, dann seht ihr Fendt Vario, ne, 400 Vario, das ist halt die Reihe, 64.200 ist der Grundpreis, was dann sehr günstig ist. Ne? 115 PS, das Ganze durchstellen, seht ihr selber, wir gehen in verschiedenen Schritten. Ne? Wir haben auch die Farmer-Variante hier mit dabei, wie ihr seht. Ne? Ich habe jetzt die Vario-Variante da stehen. Aber ihr seht selber auch, die Farmer-Reihe ist hier noch mit am Start. Beschriftungstechnisch ist natürlich auch alles da. Ne? Also, ich habe es dann jetzt in der Vario-Reihe dann draußen stehen. Reifenvarianten haben wir Breitreifen, Breitreifen mit Gewichte und Pflegebereifung dazu. Zwillingsbereifung jetzt nicht. Wir können vorne den Kotflügel bei den Vorderreifen dementsprechend rausnehmen. Designtechnisch können wir rundum leuchten links und rechts setzen. Ne? Also entweder nur links oder links und rechts setzen. Die vordere Zapfwelle können wir einzeln aktivieren oder auch sagen, nö, wollen wir nicht. Und wir haben hier vorne noch den Frontlader, wie ich schon sagte, das einmal Stoll, Hauer und die Fendt Cargo selber. Schon eine sehr schöne Geschichte. Ist farbmäßig ist alles dabei. Wir haben die Kommunalgeschichte, wir haben mit Petrol die, die Exportversion, wir haben das Fendt Classic und das Normalgrün und wir hätten auch eine schwarze Version. Also da ist schon einiges machbar. Hier kann man den ganzen anderen Spaß dann auch bisschen in Chrom oder Grau setzen, ne? Je nachdem wie man möchte, mal ein bisschen anderer Look. Ne? 50 km/h ist eigentlich so ziemlich, glaube ich, bei allen die, ja, die Grundgeschwindigkeit, die angegeben ist. Wenn ich hier durchschalte, seht ihr es selber. Ne? Aber da sieht man auch hier, wie sich die, ne? Da ändert sich die Reihe halt. Und da sieht man auch richtig die Bauunterschiede vom Haubenbereich, vom Bereich der Auspuffanlage und sowas. Das ist schon sehr schön gemacht. So, ja, dann würde ich sagen, wir hüpfen einfach mal rein. Von außen sieht das schon mal hervorragend aus. So sieht es von innen aus. Wir machen die übliche Geschichte, der Standard-Lichttest. Vorne, hinten und oben funktioniert. Die Rundumleuchten, die funktionieren auch, aber jetzt liegend, weil ich sie noch nicht aufgerichtet habe. Ne? Das ist also soweit alles okay. Und blinken tut er natürlich auch auf der richtigen Seite. Und auch richtig. So, wir gehen eine Runde rein. Ich mache mal eine Runde die Hilfe an. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir Interactive Control dazu gekriegt. Das aktivieren wir einfach mal. Und dann seht ihr, damit können wir so ziemlich alles machen. Ne? Unten steht immer, was das ist. Und, ne, wir können hier, das ist jetzt Tür öffnen. Das ist Quatsch, das ist wie das Lenkrad verstellen. Das hier ist mehr so das runde Tür öffnen. Ne, hier unten haben wir die ganz normalen Lichtbedienungen. Ne, und hier noch Frontscheibe öffnen, was ich natürlich ziemlich cool finde in dem Bereich. Hier haben wir, ne, bei den moderneren Versionen, ne, hier oben haben wir auch nochmal extra, da ist eine fehlerhafte Zuordnung, sehe ich gerade. Hier können wir nochmal die Heckklappe auch öffnen.
Seitenfenster lassen sich so nicht öffnen. Wir können hier die Dachluke dementsprechend aufmachen. Was ich jetzt noch und das hier. Es könnten die Rundumleuchten sein. Wir gucken einfach mal außen. Ne, die Rundumleuchten ist es nicht, dass wir eine Rundumleuchten anmachen. Wenn ich jetzt wüsste, wie wir die Rundumleuchten aufstellen, haben wir da eine extra Funktion für. Es macht eigentlich Sinn, wenn man sie aufrichten könnte, ne, oder? Sollten wir das erstmal wieder anmachen? Licht, Warnblinker, Tür öffnen ist Quatsch, hatten wir ja schon. Start, das sind die beiden normalen Türen, das ist die Deckengeschichte da, ne? Ich habe so weiter nicht, das ist die Heckklappe. Komisch. Also wenn jemand von euch rausfindet, wie man das macht, ich probiere es mal von außen jetzt über die Tasten nochmal, vielleicht ist es das ja auch schon. Sprich über N, das ist es nicht, über Z oder Y, das ist es auch nicht. Ne? Aber angehen sie. Also wie gesagt, wenn ihr rauskriegt, wie man sie aufrichtet, dann könnt ihr natürlich liebend gerne mal einen Hinweis geben. Ich habe es jetzt nicht aufgerechnet gekriegt, aber ich glaube, das tut dem Ganzen auch keinen Abbruch an. Ich finde schon mal cool, dass wir bei den neuen, das ist eine der wenigen neueren Varianten, wo man auch die Frontscheibe vernünftig aufstellen kann, Heckscheibe vernünftig aufstellen kann. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ich würde sagen, ja, wir drehen einfach nochmal eine Runde mit. Ja, fährt sogar 55. Ja. Bremse funktioniert, Rückfahrleuchte haben wir keine, Bremsleuchten funktionieren einwandfrei. Ein Gerät funktioniert einwandfrei. Ja, also sehr schönes Teil. Kann man nicht anders sagen. Ich mache es mal ein bisschen so, dass man sieht, dass die Fenster hier aufgehen. So. Und ja, mit dem Blick auf dieses gute Stück hier sind wir, ihr ahnt es bestimmt, richtig am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Und denkt immer dran, das passende Glöckchen anzumachen. Was heißt das Glöckchen anzumachen? Und die passende Einstellung für euch, dass ihr dann wisst, wann die neuesten Versionen von meinen Videos rauskommen. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.